Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem Video. Ihr könnt es nennen, wie ihr mögt. Ich werde einfach Video oder Informationen für euch nennen. Und zwar will ich euch etwas mitteilen, ein paar Sachen. Und zwar erstens finde ich es interessant, dass ich seit Folge 3, Folge 3 und Folge 5, also dass ich in Folge 3 5 Dislikes auf mein Let's Play Together Minecraft Video bekommen habe. Wie das Ganze zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe da nur so Vermutungen, dass da vielleicht irgendwelche Fans von Pizmeet kamen und sich dachten, ja komm, ja spielt dieselbe Map wie Pizmeet, das ist doch voll scheiße. Ja, tut mir leid, aber ich verstehe nicht, was daran so schlimm ist, wenn wir eine Map spielen von jemandem, den wir gut finden. Ich meine, Gronkh spielt Minecraft, ich spiele Minecraft, tausend andere spielen Minecraft, machen wir dann alle Gronkh nach, obwohl ja Gronkh nicht mal der Erste war, der Minecraft gespielt hat. Also das war jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht, weil meine Folge 1, Folge 2, Folge 4 haben ja, glaube ich, keinen Dislike, beziehungsweise nur ein oder so, weiß ich jetzt gerade nicht. Folge 5, die ich heute hochgeladen habe, hat auch einen Dislike, verstehe ich auch nicht. Was ich aber interessant finde, ist, dass es 73 Aufrufe innerhalb von einem Tag, innerhalb von ein paar Stunden bekommen hat. Das freut mich eigentlich. Was mich auch noch freut, ist, dass ihr das mit diesem Google AdSense, dass ihr damit ja alle einverstanden seid. Ich werde natürlich, ich bin jetzt noch nicht richtig so ein Art Partner, weil ich dafür noch keine Zeit habe, weil das ja noch ein bisschen kompliziert ist. Und ja, aber ich finde es gut, dass ihr alle zu mir steht. Und dann will ich auch noch was anderes sagen. Und zwar in dem Let's Play Minecraft Together Adventure Maps, bla bla bla, hat mir ja Niklas über diese Seite Social Blade gesagt, ja, Gronkh verdient bla bla bla, und also es sind halt nur Schätzungen, wie viel man verdient, und da sieht man halt auch, wie viel Abonnenten man an dem und dem Tag bekommen hat, wie viel Aufrufe man bekommen hat, wie viel Channel-Aufrufe und bla bla bla. Und was mich freut, ist das hier, dass ich gestern 3 Abonnenten dazu bekommen habe. Heute hatte ich dann wieder einen wegbekommen, dann stand hier minus 1, dann habe ich aber wieder einen dazu bekommen, jetzt steht da 0. Was mich auch freut, sind hier diese Videoaufrufe, dass ich hier fast 1000 Aufrufe an einem Tag geschafft habe, hier gestern dann ja fast 700, die Channel-Aufrufe freuen mich eigentlich auch, also ja, warum nicht, und das sind ja alles nur Schätzungen, also das sollte man jetzt nicht so, keine Ahnung, sich festlegen, dass man wirklich so viel verdient. Nur ist es halt mal interessant, diese Seite zu betrachten, wie es so gerade läuft mit seinem Kanal. Noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's soweit. Also, mich freut das Ganze, dass ich halt zurzeit so viele Aufrufe bekommen habe und so viele Abonnenten, und ja, finde ich gut. Dafür bedanke ich mich auch. Danke. Okay, also das war's eigentlich. Also sehen wir uns bei irgendeinem anderen Video. Bis dahin, tschüss.